Ja, herzlich willkommen. Ich möchte gerne im Wolfgang Mayer, den Honorarkonsul von Russland, der Russischen Föderation, diesen terroristischen Angriffsstaat in Oberösterreich zum Rücktritt auffordern. Es kann nicht sein, dass Österreicher, die sich hier an die Gesetze halten sollten, für solche furchtbaren Menschenrechtsverletzungen wie sie, oder Angriffskriege und Terroraktivitäten, Bombardierung von Mariupol und Kharkiv, Belagerung von Kiew. Dass Herr Wolfgang Mayer dann so ein Land hier in Oberösterreich vertritt, ist eine große Schande und ist in Wirklichkeit, sollte das auch strafrechtlich untersucht werden im Laufe der nächsten Monate, warum er das tut und was da seine kommerziellen Interessen sind und was seine Firma Bakaltrin dazu sagt, dass er nicht zurücktritt. Andere, die auch in der Vergangenheit für russische Interessen gearbeitet haben, wie in Innsbruck und in Tirol, sind schon zurückgetreten. Aber alle Österreicher, die weiterhin für den Feind dienen, in der Form, dass sie den Staat, der so einen Angriffskrieg durchführt und solche Kriegsverbrechen, dass sie den vertreten im öffentlichen Leben in Österreich, die müssen dann in Wirklichkeit untersucht werden für Verrat und seinen Agenten im Dienste des Feindes. Gilt auch für Gneißl und gilt auch für Leitl, weil die extra Videos machen. Also Herr Wolfgang Mayer, Sie sind nicht alleine. Aber Ihre Position ist absolut unhaltbar und muss jetzt sofort beendet werden. Und ich werde diese Kampagne so lange fortsetzen, bis Sie zurückgetreten sind und Ihre Bakaltrin und Sie selbst können mich klagen, das ist mir ganz egal, glauben Sie mir. Also Sie werden jetzt zurücktreten und aus dem Feindesdienst ausscheiden und nicht mehr länger mit Ihrem Blut, mit dem der Ukrainer an den Händen hier dann quasi auf Empfängen tanzen als Teil des diplomatischen Chors und so tun, als wäre nichts. Und dann sagen wir vielleicht die Sanktionen noch reduzieren und lauter solche Sachen, die in den letzten 8 Jahren hier passiert sind. Das muss sofort ein Ende haben und ich fordere Sie ultimativ auf, hier in Linz Ihre Funktion zurückzulegen. Danke.